herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Die Tage um den 1. Mai haben eine lange Tradition in Tarnow und beginnen mit dem feierlichen Aufstellen des Maibaumes. So auch in diesem Jahr. Das Maibaumschmücken zum 1. Mai ist eine lang gehegte Tradition in Tarnow. Der Maibaum läutet symbolisch den wiederkehrenden Frühling ein. Traditionell wird er von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr geschmückt und aufgestellt. Die Jugendwarte haben eine Bastelstraße mit Schmetterlingen, Blümchen und Friedenstauben aufgebaut, die von den Kindern gestaltet werden konnten. Gemeinsam haben sie die Bastelarbeiten an die noch liegende Birke gehängt. Diese wurde anschließend von einigen Mitgliedern unter Applaus der Kinder als Maibaum aufgestellt. Matthias Gundlach erklärt, wie er und seine Kameraden die Maibaumtradition in Tarnow organisieren. Ja, eine Woche vor dem eigentlichen Feuerwehrappell werden ein paar Kameraden meistens losgeschickt. Die holen dann den schönsten Baum aus der Umgebung, platzieren ihn hier vor der Feuerwehr. Der Kindergarten und die Tagesmutti, die wir hier im Ort haben, nutzen die Möglichkeit, während der Woche denn den Baum schon zu schmücken. Der Rest der Kinder, die dann hier Lust und Laune haben, die können dann direkt am Aufstelltag an der Bastelstraße bei uns in der Feuerwehr dementsprechend ein bisschen, ja, was zurecht basteln, was dementsprechend auch an den Maibaum gehängt wird. Und wenn er dann fertig geschmückt ist, dann wird er dann ja gleich aufgestellt. Das Aufstellen ist für die Tarnower Feuerwehrkameraden der Countdown zum 1. Mai. An jedem 1. Mai feiert das ganze Dorf den traditionellen Feuerwehrappell vor dem Gerätehaus. Bei dieser Veranstaltung können sich die Dorfbewohner die Einsatzfahrzeuge auch mal von innen anschauen und bei einer kleinen Runde durchs Dorf mitfahren. Was gehört an diesem Tag noch zum Programm? Der Appell, da werden Kameraden ausgezeichnet und ja, das ist eine Tradition, das machen wir schon seit Jahrzehnten schon, ja. Es wird eigentlich dafür genutzt, um Feuerwehrkameraden öffentlichkeitswirksam auszuzeichnen und zu befördern. Ne? Und dann im Anschluss gibt es ja noch Vorführungen durch die Jugendfeuerwehr, durch die Kinderfeuerwehr und durch die Erwachsenen. Und im Anschluss noch Technikshow, können sich die Einwohner und Gäste halt mal die Feuerwehrtechnik, die wir halt so haben, oder auch die Nachbarwehren mal angucken. Sonst sieht man das rote Auto ja meistens nur mit Blaulicht vorbeifahren. Hier hat man halt die Möglichkeit, das mal anzufassen. Auch sogar mal eine Runde mit dem Feuerwehrauto zu fahren. Ja, Mittag wird von unserem eigenen Versorgungsteam gemacht. Die machen einen Eintopf in der Gulaschkanone. Ja, und von der Warte aus ist immer eine gut besuchte Veranstaltung. Das Polizeirevier Bützow hat sich in der vergangenen Woche von Revierleiter Dirk Höhlein verabschiedet. Nach 8 Jahren im Amt beginnt für ihn nun der wohlverdiente Ruhestand. Mit einer großen Feier bedanken sich seine Kolleginnen und Kollegen für die letzten Jahre. Höhlein möchte seine neu gewonnene Freizeit dem Ehrenamt widmen und hat sich als Schöffe beworben. Ob er ausgewählt wird, das steht noch aus, aber er hat große Lust, diese Aufgabe zu übernehmen und auch an der Fachhochschule in Güstrow möchte er sich engagieren. Am 7. November 1772 wurde mit einer wortgewaltigen Rede von Professor Olof Gerhard Tüchsen die erste öffentliche Bibliothek in Mecklenburg im Krummen Haus in Bützow eröffnet. Seit letztem Jahr wird daher mit zahlreichen Veranstaltungen das 250-jährige Bestehen der Bibliothek gefeiert. So auch mit einer Festveranstaltung am vergangenen Freitag. In der Kapelle des Bützower Schlosses wurde in der vergangenen Woche die Festveranstaltung zum 250. Jubiläum der Bibliothek gefeiert. Die Bützower Bibliothek, die am 7. November 1772 eröffnet wurde, war die erste öffentliche Bibliothek in Mecklenburg-Vorpommern. Errichtet und feierlich eingeweiht wurde sie vom Orientalisten Professor Olof Gerhard Tüchsen. In ihrer Historie war sie Teil der Friedrichs-Universität zu Bützow und befand sich schon damals im Krummen Haus gegenüber vom Schloss. Aufgrund der Vereinigung der Universitäten Rostock und Bützow im Jahr 1789 zogen auch viele Teile des beachtlichen Bestandes mit nach Rostock um. Die Festveranstaltung sollte einen Bogen schlagen zwischen historischen Bibliotheken und Bibliotheken als Wissensort in der heutigen Zeit. Mit Eröffnungsworten durch den Bützower Bürgermeister Christian Grüschow hat die Veranstaltung begonnen. Die historische Seite der Bibliotheken hat einen Vortrag zum Wirken von Olof Gerhard Tüchsen und seiner Verbindung an der damaligen Friedrichsuniversität in Bützow geliefert. Um das aktuelle Bild der Bibliotheken als dritten Ort zu zeigen, hat die Leiterin des Krummen Hauses, Andrea Theis, zu einer Talkrunde eingeladen. Silvio Witt, der Vorsitzende des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bibliotheksverband und Oberbürgermeister von Neubrandenburg, und Inga Kussmann, die Leiterin der Bibliothek in Dorf Mecklenburg, haben ihr zum aktuellen Stand der Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern Rede und Antwort gestanden
und die Arbeit der Leiterinnen der Bibliotheken im ländlichen Raum dargestellt. Silvio Witt hebt die Wichtigkeit von Bibliotheken in der heutigen Zeit immer wieder hervor und plädiert für deren Erhalt. Ich würde sagen, in vielen Orten haben die Bibliotheken die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Aber wir dürfen nicht verheimlichen, dass im letzten Jahr drei öffentliche Bibliotheken geschlossen wurden. Und dieser Trend darf sich nicht fortsetzen, denn es ist ganz wichtig, dass die Bibliotheken vor Ort erhalten werden, weil sie ganz wichtiger Bildungs-, Kultur- und auch sozialer Ort sind. Und dafür setzen wir uns ein, dass diese Erkenntnis dann auch gerade in den Städten, wo das Geld knapp ist, trotzdem da ist und dass man versucht, Lösungen zu finden, um die Bibliotheken zu erhalten. Kulturell umrahmt wurde die Veranstaltung durch Saxophonklänge von Hanna Stoll und Marina Elsner und einer Rezitation aus der Originalrede von Tüxen durch den ersten Bützower Sprechchor. In der Eröffnungsrede von Tüxen heißt es: Sie sehen der Weisheit einen Palast errichtet, darauf Bützow stolz sein kann. Mit diesen Worten wurde die Veranstaltung eröffnet und auch geschlossen. Andrea Theis, Leiterin vom Krummen Haus in Bützow, zeigt sich nach der Veranstaltung deutlich zufrieden. Also ich bin zufrieden mit der Veranstaltung. Es war, glaube ich, unterhaltsam. Es war sehr informativ. Also der Vortrag war sehr gut und auch sehr gut vorgetragen. Die Musik war wunderbar, großartig. Mein Konzept von der Veranstaltung ist eigentlich aufgegangen. Das Krumme Haus in Bützow ist ein Ort der Begegnung und bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot für jedermann. Die Arbeit in der Bibliothek richtet sich in erster Linie an Kinder, Jugendliche und Senioren. Jedoch ist jeder, der gerne ein gutes Buch lesen möchte, herzlich willkommen. Die City-Managerin Mira Diekmann arbeitet aktuell unter anderem an der Umsetzung eines multifunktionalen Geschäftes, das eine neue Anlaufstelle in der Innenstadt schaffen soll. Nachdem das Testzentrum aus den Räumlichkeiten in der Langenstraße 6062 ausgezogen ist, soll dort nun ein Raum entstehen, der vielseitig genutzt werden kann. Ziel ist es, einen Regionalwarenladen, einen Buchhandel, Verkaufsflächen für Künstler und Handwerker, ein Café mit Mittagsangebot und eine Mietfläche für Workshops und Coworking-Plätze zu schaffen. So haben auch kleine Händler die Chance, sich zu präsentieren und Dienstleister wie zum Beispiel Krankenkassen die Möglichkeit, vor Ort Beratungen anzubieten. Die Planungen laufen derzeit auf Hochdruck, damit dieser Baustein zur Belebung der Innenstadt möglichst zeitnah umgesetzt werden kann. Gleich zwei Gründe zum Feiern gab es im vergangenen Wochenende in der Gemeinde Lohmen. Am 29. April hatte die Gemeinde Lohmen gleich doppelten Grund zum Feiern. Zum einen zelebrierten sie den an diesem Tag stattfindenden Tag der erneuerbaren Energien und zudem das 13. Mecklenburger Schafschurfest. Dafür kamen die Schäfermeister mit ihren Herden auf den Platz an der Festscheune zusammen, um den Besuchern ihr Handwerk zu präsentieren. Ein buntes Programm zog sich durch den Tag. Eines der Highlights war die feierliche Einweihung und Inbetriebnahme des Solar-Carports am betreuten Wohnen. Bürgermeister Bernd Diekau eröffnete seine Rede mit den Worten: Man muss nicht groß sein, um großartig zu sein. Wie kommt eine relativ kleine Gemeinde zu so einem tollen Projekt? Ja, das ist ja nicht unser erstes Projekt, das wir hier umsetzen. Wir haben über Jahre Erfahrung mit Projekten und man muss die Kräfte bündeln und auch die Möglichkeiten bündeln. Und mit dem heutigen Schafschurfest bietet sich natürlich an die Eröffnung des Carportes, denn Tag der erneuerbaren Energien ist ja bekannt, dass dieser begangen wird aufgrund des Reaktorunglückes in Tschernobyl. Und die UKA als unser Partner hier vor Ort und Projektentwickler hat uns da viele Möglichkeiten gegeben und die nutzen wir auch. Wie läuft der Betrieb des Carports? Ja, erstmal ist es so, dass diese Autos keine große Reichweite brauchen, denn ich hatte es ja erst schon erwähnt, das sind Autos, die wir hier auf E umrüsten, die für die häusliche Pflege genutzt werden. Das heißt, ich sag mal, die fahren um die Kirche, also insgesamt vielleicht 20 Kilometer Reichweite um Lohmen drumherum versorgen wir Menschen in der häuslichen Pflege. Und dieser Carport ist ein erster Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Die Energie, die hier erzeugt wird, reicht für die Autos. Somit ist das Projekt Zukunftswerkstatt in Lohmen offiziell gestartet. Was steckt hinter diesem Projekt?
Die Zukunftswerkstatt ist ein Projekt bis 2025 mit einem Budget von 280.000 Euro. Hier werden wir viele kleine Projekte dann eben umsetzen. Das große Projekt, das wir jetzt in Angriff haben, ist der Solarpark auf knapp 50 Hektar. Der hat natürlich viele Nebeneffekte. Eines davon ist dieser Solarcarport, aber auch wir werden unsere Bürgerinnen und Bürger, die Häuser haben, Möglichkeiten geben, preiswertere Solarmodule für den Eigenbedarf auf ihre Häuser zu bekommen. Da sind wir ganz stolz drauf, dass die UKA uns da unterstützt. Ein weiteres Projekt ist, dass wir den archäologischen Lehrpfad erweitern werden auf einen Energielehrpfad. Und wir werden mit unserer Kita, die Waldgeister, hinter dem Kindergarten direkt einen Kindergesundheitswald errichten, der Zukunft hat und in dem dann die Kinder und der Wald ein Geben und Nehmen lernt. Im Anschluss gab es im Fahrstall noch spannende Informationen zu dem Tag der erneuerbaren Energien und der Zukunftswerkstatt. In der Festscheune präsentierten die Kinder der Kita ihr Programm und die Händlerinnen und Händler zeigten ihre Produkte rund ums Schaf mit Vorführungen am Spinnrad. Auch Sieglinde Schulz bringt den Besuchern ihr Handwerk näher. Wie lange geht sie mittlerweile diesem Handwerk nach? Also ich mache das schon, sage ich mal, ich habe es gelernt von oder mitgebracht von zu Hause. Mutti hat das auch gemacht, die Oma hat gesponnen. Ja, und ich mache es jetzt so als Hobby seit 2000 und habe es immer so ein bisschen mehr ausgebaut. Ja, und jetzt bin ich im Ruhestand und dann, wertgeschätzt. Es ist unterschiedlich. Die älteren Menschen oder die älteren, ich sag mal oft die älteren Herren, die kommen und sagen dann, ja, das ist toll. Das hat meine Oma auch gemacht. Und ja, ich denke, es ist unterschiedlich. Viele wissen das, dass da viel Arbeit drin steckt. Und die haben auch immer ein gutes Wort. Und diese Gespräche, die mag ich immer gern. Es war eine rundum schöne Veranstaltung, die in ihrer Tradition hoffentlich noch viele Jahre fortgesetzt wird. Rund 1 Kilo Spargel ist jeder von uns pro Jahr. In der vergangenen Woche hat Minister Backhaus die Saison offiziell eingeläutet. Im Anschluss an den Beitrag folgt dann unsere Kulturnews. Der Spargel ist in Deutschland eines der beliebtesten Gemüse in der Frühlingszeit. In der vergangenen Woche ist die Spargelernte ganz offiziell eingeläutet worden. Da die Saison nur sehr kurz ist für den Spargel, ist es umso wichtiger, dass in dieser Zeit ertragreich geerntet und verkauft werden kann. Diese erste Freilandware stammt aus Spargeldämmen, die durch die Bedeckung mit Folien und Minitunneln geschützt werden, um die Ernte zu verfrühen. Selbst nur wenig Sonnenschein führt darunter sehr schnell zu einem Anstieg der Bodentemperatur und lässt die Sprossen aus den Spargelwurzeln wachsen. Auf dem Hof der Mecklenburger Frische in Tieplitz hat sich Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus ein Bild vom Anbau vor Ort gemacht und den ersten Spargel gestochen. Wie schätzt er die Bedeutung des Anbaus von Spargel in unserer Region ein? Ja, der Spargel ist ja das erste frühjahrsheimische Gemüse. Und deswegen ist es für mich auch ein besonderes Erlebnis, immer wieder auch Spargel zu stechen. Weil damit beginnt tatsächlich die Gemüsezeit. Wir haben insgesamt 156 Hektar in Mecklenburg-Vorpommern Anbau. Aktuell gibt es natürlich eine Riesendiskussion aufgrund der Lohnentwicklung, was die Saisonarbeitskräfte anbetrifft. Aktuell ja 12 Euro. Wir haben eine Steigerung von über 25% von einem Jahr, also vom letzten zu diesem Jahr. Und wenn jetzt nochmal 14 Euro in der Zukunft kommen, dann habe ich die ganz große Sorge, dass dann der Spargelanbau in Mecklenburg-Vorpommern oder in Deutschland weiter zurückgeht, weil sich das nicht rechnet. Der Spargelanbau hat natürlich auch eine besondere Bedeutung für gesunde Lebensmittel, denn Spargel ist ein diätisches Lebensmittel. Er ist entschlackend, er hat einen ganz hohen Anteil an Vitamin C, hat also eine gesundheitsfördernde Wirkung. Im Übrigen ist er auch krebsvorsorgend. Also hier kann man im Übrigen auch dann mal eine Portion mehr essen. Und im Durchschnitt werden in Deutschland tatsächlich bis 900 Gramm pro Einwohner an Spargel verbraucht. Und mein Wunsch ist natürlich, man kann nicht nur über regionale Produkte reden und fordern, sondern man muss sie dann auch kaufen. Auch Landrat Sebastian Konstin war mit vor Ort und hat sich ein Bild von dem Unternehmen und den Feldern gemacht. Wie sieht er die Bedeutung des Spargelanbaus in unserer Region?
Ja, also erstmal bin ich gerne heute hier und bin froh darüber, dass das Familienunternehmen Böckmann die Flächen hier in Tieplitz von Familie van der Laar übernommen hat und jetzt hier weiter bewirtschaftet. Sicherlich keine einfache Zeit in der Landwirtschaft, aber das Unternehmen, denke ich, mit Herrn Sebastian Böckmann ist gut aufgestellt und wird das versuchen, so lange wie möglich zu machen. Und zum Spargel an sich, ja, mit dem Spargelstich beginnt ja im Grunde genommen das Frühjahr bzw. die Gemüseerntezeit. Das ist so ein bisschen der Startschuss und ich glaube, wir sehen jetzt auch zukünftig dann überall wieder die Buden an den Straßen, wo der Spargel verkauft wird. Das ist, denke ich, eine tolle Zeit und der Spargel ist natürlich für uns hier in Mecklenburg-Vorpommern, wie aber auch in allen anderen Regionen in Deutschland sehr beliebt und deswegen bin ich heute gerne hier und eröffne mit dem Minister gemeinsam die Spargelsaison. Sebastian Böckmann ist Geschäftsführer der Mecklenburger Frische und des Sabel Bauernhofes in Nantrow. Er ist mit der Landwirtschaft groß geworden und hat von der Pike auf das Handwerk gelernt. Wie sieht er die derzeitige Entwicklung in der Landwirtschaft? Also die Lage, würde ich sagen, ist stabil. Die Leute sind natürlich aus verschiedenen Gründen, nicht nur Corona-technisch, sondern auch aus anderen Gründen preisbewusster und sind vorsichtiger an der Ladentheke mit dem Geld ausgeben. Aber wir sind ganz zuversichtlich und dass wir unsere Produkte auch an Mann bekommen. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir den Spargel nicht zu teuer machen, beziehungsweise dass wir für jeden Geldbeutel Spargel anbieten können. Das ist so unsere Aufgabe, die wir jetzt haben. Ja. Sind aktuell genügend Erntehelfer im Einsatz oder muss auch da geschaut werden, wie man die Arbeit verteilt? Ja, das in der Tat. Also selbst in Corona-Zeiten haben wir das alles gut hinbekommen. Dieses Jahr haben wir wirklich viele Leute, die uns unterstützen möchten und haben auch da ein gutes Angebot an Erntehelfern und sind da eigentlich gut versorgt, sodass wir ganz zuversichtlich sind, dass wir unseren ganzen Spargel auch termingerecht ernten können. Den Spargel der Mecklenburger Frische gibt es in zahlreichen Supermärkten in der Region, in den Verkaufsbütchen, die mittlerweile alle wieder auf ihren gewohnten Plätzen stehen und natürlich auch im Hofladen vor Ort in Tieplitz. Wie isst denn eigentlich Landrat Sebastian Konstin den Spargel am liebsten? Ja, ich mag ihn am liebsten klassisch abgekocht, schön mit Brösel und Butter. Das ist mir am liebsten, so kenne ich das und da bin ich dran gewöhnt. Aber es gibt ja viele Arten, den Spargel zuzubereiten und da hat jeder seine Vorlieben und jeder soll ihn gerne essen und genießen, wie er es gerne möchte. Auch Minister Backhaus gab noch einen Tipp zum Besten. Ich reibe ein Parmesankäse dann, wenn er auf dem Teller liegt und die zerlassene Butter darüber geträufelt wird, dann mache ich so eine leichte Note mit Parmesankäse. Und bei mir ist dann noch etwas ganz wichtig, nämlich der Schinken, der möglichst aus der heimischen Produktion kommt und eben diesen typischen Rauchgeschmack. Und das dann auf dem Gaumen, da lasse ich alles andere für liegen. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen zu den Kulturnews. Der 16. Klostermarkt in Rühn findet vom 6. bis zum 7. Mai jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto Geschichte und Gegenwart. Unter den etwa 80 Handarbeitern aus der ganzen Bundesrepublik und dem Ausland finden sich etliche ganz traditionell Werkende und solche, die mit alter Handwerkstechnik ganz moderne, kunstvolle Alltags- und Kunstgegenstände schaffen oder historische Stauden und Kräuter ziehen. Auch Hobbygärtner kommen in Rühn voll auf ihre Kosten. Es gibt jede Menge zu mitmachen. Kinder und Erwachsene dürfen töpfern, bei der Grünholzdrechslerei helfen, Bogenschießen, dem Steinmetz über die Schulter schauen und vieles mehr. Für die Kleinen gibt es ein Märchenzelt, ein Pedalkarussell, viele verschiedene Kinderspiele und sie können den Gauklern zusehen, während die Eltern ganz in Ruhe den Markt erkunden. Bereits zum 9. Mal findet am 7. Mai das Frühlings- und Brunnenfest in Güstrow statt. Ein buntes Treiben, das den Startschuss für die warme Jahreszeit der Stadt bildet. Die Einzelhändler laden zum Stöbern in ihre Geschäfte ein und haben viele tolle Aktionen geplant. Auch eine Modenschau wird es in diesem Jahr wieder geben. Zudem werden einige Walking Acts die Besucher der Stadt verzaubern und musikalische Beiträge runden das Programm ab. Das Fest findet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in der gesamten Innenstadt statt.
Alle 2 Jahre feiert der Zirkus Humberto das große Zirkusfest in Güstrow. Nun waren sie bereits zum 16. Mal vor Ort und haben zahlreiche Zuschauer mit ihren Shows verzaubert. Bereits zum 16. Mal lud der Zirkus Humberto zum traditionellen Zirkusfest ein. Gleich an 5 Tagen nahmen sie die Besucher mit auf eine Reise durch ihre Zirkuswelt. Im Zelt duftete es nach Popcorn und Zuckerwatte und die Veranstaltung am großen Familientag war gut besucht. Die Vorstellungen waren gefüllt mit lustigen Sketchen und fröhlichen Clowns, die mit ihren verrückten Nummern nicht nur die Kinder zum Lachen brachten, tolle Artistik wie beispielsweise das Tanzen mit Hula-Hoop-Reifen und spannenden Artistiknummern. Auch ein paar Tierdressuren gehören mit zu dem Programm und auch das Balancieren von gleich 8 Stühlen auf dem Kinn. So wurde für große und kleine Zirkusfreunde eine bunte Vielfalt an traditionellen Darbietungen geboten. Wie ist das Fazit der Akteure am Ende des Festes? Ja, also wenn wir ein Resümee ziehen, sagen wir natürlich, die Tage sind relativ gut gelaufen. Natürlich merken wir auch, dass es der Zirkus insgesamt zurzeit sehr, sehr schwierig hat. Trotz allem freuen wir uns, dass es heute natürlich so ein fabelhafter Tag war. Und ihr habt ja mitbekommen, wie gut die Stimmung heute hier auf dem Familienfest war im Zirkus. Was ist das Besondere am Zirkusleben? Der ganze Zirkus ist was Besonderes, ein Abenteuerspielplatz. Ja, man hat von früh bis abends Arbeit, aber die Vorstellungen belohnen uns immer wieder. Ja, das Publikum, das Tolle. Ja, und das motiviert uns ja auch immer wieder, um überhaupt weiterzumachen. Wo ist der Zirkus als nächstes zu finden? Ja, der nächste Standort ist Schwerin, dann kommt Wismar, ja, und dann geht's hoch zur Küste, da sind wir die Sommermonate, also in Zingst und in Prerow. Wer also Lust bekommen hat, den Originalzirkus Humberto zu erleben, der findet alle Termine unter der eingeblendeten Internetseite. Am Freitag, den 5. Mai, eröffnet die neue Ausstellung in der Galerie Martina Fregin in der Hageböcker Straße 10. Ab 17 Uhr laden Martina Fregin und die Künstlerin Sibylle Junge zur Vernissage ein. Außer Haus heißt die Ausstellung der Potsdamer Künstlerin. Die Einführung in diese Werke wird Heike Rösner aus der benachbarten Rösnerei vornehmen. Heike Rösner kennt Sibylle Junge aus ihrer Berliner Zeit und freut sich sehr auf das Wiedersehen mit der Künstlerin. Willkommen beim Sport. 2-mal im Jahr steht beim Laufsportverein Güstrow der Heidberglauf auf dem Programm. Am 1. Mai stand nun der Frühjahrslauf an. An der Schule in Myrosin war Start. Die über 30 Läufer bogen wenige Meter nach dem Start in die Heidberge ab. Dort war eine Runde von 5,5 Kilometern abgesteckt. Wer wollte, konnte diese auch gleich 2-mal laufen und hatte so 11 Kilometer auf der Sportuhr stehen. Für die kleinsten Läufer war eine Runde von 2 Kilometern abgesteckt. Wie immer beim Heidberglauf ging es nicht um Zeiten und Platzierung, sondern nur um die Lust an der Bewegung an der frischen Waldluft. Als nächster Höhepunkt steht beim LSV der Oase-Inselseelauf im Kalender. Am 3. Juni können sich die Läufer zwischen 3 Strecken entscheiden. Die Anmeldung ist über Tollense Timing möglich. Das Hypoxie Frauenfitness- und Gesundheitsstudio feiert am 7. Mai bereits seinen 15. Geburtstag. Das wird in der Zeit von 10 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag ein Bild vom Studio zu machen. Es gibt viele tolle Aktionen, wie beispielsweise auch ein kostenfreies Hypoxietraining. Das Studio ist in der Glewiner Straße 18 zu finden. Mit dem Inselseerennen richtete der KSV Güstrow am vergangenen Wochenende das erste Mal seit mehr als 30 Jahren wieder ein Rennen aus. Wasser, Sonne und ein Boot. Das Wetter am Sonnabend war perfekt für einen Wettbewerb auf dem Güstrower Inselsee.
Aber nicht das war ausschlaggebend für das Inselseerennen im Kanu-Rennsport, das der Kanusportverein Güstrow nach vielen Jahren erstmals wieder austrug. 1987 fand der letzte Wettbewerb dieser Art auf dem Güstrower Inselsee statt. Damals war Mike Dieterich noch Teilnehmer, jetzt zeichnete er als Vorsitzender des KSV mitverantwortlich für den sportlichen Höhepunkt. Der verlangte den Mitgliedern des Vereins einiges ab. 30 Helfer waren insgesamt an den einzelnen Stationen am Sonnabend im Einsatz. Wir haben schon seit dem Jahreswechsel zusammengesessen mit einem Orga-Team. 5 Leute sind wir, haben diese heutige Veranstaltung vorbereitet, indem wir neues Equipment anschaffen mussten, wie Bojen, Stoppuhren, Funkgerät und so weiter, um das Ganze hier heute abzusichern und auszugestalten. Das geht dann weiter über Beschaffung von Medaillen, Urkunden und so weiter. Schüler der Klasse B, das heißt 10- bis 12-jährige Jungs und Mädchen, gingen diesmal an den Start. 2000 Meter hatten sie in ihren Kajaks und Kanadierbooten zurückzulegen. 37 aktive Sportler aus 6 Vereinen nahmen an dem Rennen teil. Sie alle wollten natürlich ihr Bestes geben. Um 9.30 Uhr startete das erste Rennen mit insgesamt 7 Teilnehmern. Im 20-Minuten-Takt gingen die Sportler je nach Jahrgang im Einzel und Doppel sowie Kanadier an den Start und kämpften sich die 2 Kilometer durch das Wasser. Dabei hatten sie alle beste Bedingungen, denn neben der Sonne, die sich immer mehr sehen ließ, war kaum Wind zu spüren. Spannend oder auch hochdramatisch wurde es gleich im zweiten Lauf, in dem sich Sportlerinnen vom Müritzer SC mit denen aus Stralsund sportlich gemessen haben. Während immer 2 Kajaks vorn lagen, endete dieses Rennen spektakulär unmittelbar vor der Ziellinie. Polly Meyer dominierte das Rennen über eine lange Strecke und musste sich schließlich ihrer Kameradin Nea Radke um eine Sekunde geschlagen geben. Doch bei der Siegerehrung strahlte die zweite genauso wie die erste über die erreichte Platzierung. Für die Kinder, die ja noch am Anfang ihres sportlichen Wirkens stehen, sind solche Wettkämpfe aber ungeheuer wichtig. Für die Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, dass sie ihren Leistungsstand sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass solche Veranstaltungen auch stattfinden. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nicht ganz so viele Regatten, sodass wir uns dazu entschieden haben, erstmalig nach über 30 Jahren hier in Güstrow eine Kinder- und Jugendregatta auszugestalten. Aus Güstrow nahmen 4 Sportler teil. Zur Gruppe der Kinder und Jugendlichen in Güstrow gehören zwar 10 bis 12 Mädchen und Jungen, aber viele haben gerade erst mit dem Kanusport angefangen. Nicht so Merle Monschko. Die 12-Jährige trainiert seit 5 Jahren im Verein und hat großen Spaß daran. Jetzt wird sie nach den Sommerferien zur Sportschule in Neubrandenburg wechseln. Ich mache ja schon jetzt sehr lange Kanu und auf Wettkämpfen sieht man immer den Verein und dann habe ich so gehört, ja, das ist das Sportinternat. Und ja, das war schon so cool, das so zu sehen, wie die auch fahren. Also die haben auch richtig gute Techniken und so. Ja, und dann wurde ich eingeladen zu einer Probewoche, da mal zu gucken, wie das so ist, weil ich positiv aufgefallen bin bei den Wettkämpfen. Ja, und dann bin ich da hingegangen und es war cool, will ich wieder hin. Ich freue mich drauf, es ist eine neue Erfahrung. Während sie jetzt 2-mal pro Woche trainiert, wird sich das Pensum in Neubrandenburg spürbar erhöhen. Dabei hat die 12-Jährige mit ihrem Rennboot bereits einige Preise eingefahren. Die Herbstregatta in der Strelitz, da fahren wir immer hin. Ich war auch bei einem O-Pokal. Ostdeutsche Meisterschaften waren das, da bin ich 4. geworden und im Vierer sind wir 3. geworden. Am Sonnabend erreichte sie ihr Ziel und belegte in ihrer Altersgruppe den 1. Platz mit einer 30-Sekunden Vorsprung. Für den Kanusportverein war das der erste Höhepunkt im Jahr. Gleich am kommenden Wochenende gibt es das Anpaddeln und im September ist ein Drachenbootrennen geplant. Leider ist es nach der Corona-Pandemie schwieriger geworden, Drachenboot-Teams zu finden, die diesen Sport gemeinsam ausüben wollen.
Und natürlich wäre es schön, wenn sich wieder mehr Begeisterte finden, die ein Drachenboot füllen. Denn während die Kajaks mit ein oder zwei Sportlern besetzt sind, braucht es für die Drachenboote einige mehr. Doch der Nachwuchs ist da, das zeigte sich am Sonnabend beim Inselseerennen. Die Rostock Seawolves konnten am vergangenen Wochenende vor heimischem Publikum den höchsten Sieg der Saison einfahren. Mit 99-70 Punkten gewannen sie gegen Medi Bayreuth. Einer der größten Spielmomente war der Dreier von Mika Freitag, dem jüngsten Spieler des Kaders der Rostock Seawolves mit 17 Jahren. Das letzte Spiel der Hauptrunde findet für die Rostocker am 7. Mai um 15 Uhr zu Hause statt. Nach dem Spiel gibt es im Foyer ein großes Fanfest. Die Herren des TSV Bützow Abteilung Fußball unterlagen am vergangenen Samstag dem FSV Kühlungsborn mit 7-4 Toren. Das nächste Heimspiel steht am Freitag auf dem Plan. Dann begrüßen sie den ersten FC Neubrandenburg 04. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Die erste Männermannschaft des GSC 09 Abteilung Fußball ist ebenfalls vor heimischem Publikum gefragt. Sie spielen am Samstag gegen den FC Förderkader René Schneider. Anpfiff bei ihnen ist um 14 Uhr. Bereits um 12 Uhr stehen die zweite Männer gegen den SV Dabel auf dem Platz, ebenfalls zu Hause. Hallo, mein Name ist Wilfried Minnig und heute melde ich mich aus der tollsten und größten Holzschutzfarbabteilung der Region. Das ist nicht übertrieben, wenn ihr euch umschaut, werdet ihr das sehen. Getreu dem Motto, ihr habt das Holz und wir den Schutz, bieten wir euch Holzschutz rundum an. Von der Grundierung über die Versiegelung, über die Endbehandlung, über die Reinigung und das Werkzeug, Schleifmittel, Pinsel und so weiter und so fort. Bei uns findet ihr Marken wie Remmers Holzschutz, wir führen Osmo Holzschutz, wir führen natürlich auch das tolle Öl von Bondex. Und bei uns findet ihr auch eine große Bandbreite unserer Eigenmarke Renovo, die übrigens auch von einem namhaften deutschen Hersteller produziert wird. Viel Spaß, viel Freude. Ihr wisst, wenn es warm wird, ruft das Holz nach Farbe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen beim Wetter. Über den ganzen Tag begleitet uns lockere Bewölkung und die Temperaturen liegen zwischen 8 und maximal 12 Grad. Abends gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Nachts ist es locker bewölkt bei Tiefstwerten von 3 Grad. Der Mittwoch startet ebenfalls mit lockerer Bewölkung und die Wolkenfelder ziehen sich bis zum Nachmittag herein über uns hinweg bei Temperaturen zwischen 3 und maximal 13 Grad. Am Abend gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen zwischen 7 und maximal 11 Grad. In der Nacht kühlt es sich ab auf 3 Grad. Am Donnerstagmorgen bilden sich vereinzelt Wolken und die Temperatur liegt bei 3 Grad. Im weiteren Tagesverlauf überwiegt eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperaturen liegen zwischen 7 und maximal 15 Grad. In der Nacht erwarten wir Tiefstwerte von 5 Grad. Hier folgt nun unsere aktuelle Ausgabe vom Schlossrundgang und dem derzeitigen Stand der Baustelle vor Ort. Und im Anschluss gibt es die neue Ausgabe von Mit Charme und Schürze. Dieses Mal zu Gast ist der Lachsdealer. Betriebsklima ist bei uns das A und O. Wir sind sehr daran bestrebt, sage ich mal, dass alle Mitarbeiter sich untereinander top verstehen. Auch zu den Abteilungsleitern ein gutes Verhältnis besteht. Und wir sind halt immer auch dran, jeden Mitarbeiter bestmöglich ausbilden zu können. Auch in der Zukunft für ihn jede Art der Ausbildung auch ermöglichen. Selbst wenn er selber Wünsche hat für eine Ausbildung, die jetzt auch nicht unbedingt vielleicht in seinem Bereich fallen sollten.